Also unser Projekt ist Lernpatenschaften, ist angesiedelt beim Fachdienst für Integration und Migration beim Caritasverband in Ratingen. Ziel des Projektes ist, Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien im Bildungsweg zu unterstützen. Das heißt, das ist eine 1:1-Betreuung. Die Ehrenamtlichen und ein Kind, die kommen dann zusammen und es wird dann, je nachdem halt, wo Unterstützungsbedarf ist, dass das Kind dann unterstützt wird. Bei der 1:1-Präsenzbetreuung, das war nicht mehr machbar. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann ist uns halt eine Idee aufgekommen, dass wir gesagt haben, okay, halt jetzt ist auch Digitalunterricht eingeführt worden. Was machen wir denn da? Da haben wir herausbekommen, dass die Kinder und Jugendliche eigentlich gar kein Endgerät haben, ja, beziehungsweise auch kein WLAN zu Hause haben. Also haben wir uns dann auf den Weg gemacht, haben eine Anzeige beziehungsweise sind zur Presse gegangen und haben gesagt, spenden bitte. Und so haben wir dann für die Kinder und Jugendliche jede Menge an Endgeräten bekommen, die wir dann aufarbeiten lassen haben durch einen Ehrenamtlichen. Aber man hat jetzt den Blick auf zwei Bestandteile, das heißt die digitalen und die analogen Partnerschaften. Die Herausforderung ist tatsächlich auch Schulungen anzubieten, also die Ehrenamtlichen auch nochmal mit dem Schwerpunkt Digitalisierung nochmal zu schulen und ja, die einzelnen Arbeitsschritte zu hinterfragen, zu überdenken. Wo kann man denn tatsächlich nicht nur Zeit sparen, sondern ein bisschen effizienter werden? Wir haben uns jetzt mit dem Coach einmal getroffen, haben sortiert, was sind so die problematischen Punkte und einfach von der Arbeit erzählt. Und das war schon sehr hilfreich, weil er einen neutralen Blick hat und dann einfach die Fragen stellt, an die man jetzt in dem Moment gar nicht denken würde. Wir haben jetzt halt Termine gemacht, die werden wir, also das ist gestrafft alles ein bisschen natürlich jetzt, wo es ja zum Ende hingeht. Wir haben auch ein paar Hausaufgaben bekommen, die wir auch erledigt haben. Die hat unser Coach auch erhalten. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt. In dieser Woche treffen wir uns wieder, was wir dann halt für nächste Schritte vor uns haben werden. Die Prozesse einmal zu optimieren, ne, das ist so das Ziel. Und zu schauen, wie kann man nicht nur besser angehen, sondern auch abzuschätzen, was ist realistisch in der Zeit.